Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Thank you for being here. We're here to stop fracking gas from being imported into Germany and later on into most of Europe. And this will set a precedent for much of Europe to start getting the US fracking gas, which is destroying the planet. Fracking is a leading environmental disaster. It's a leading contributor to climate change, and we have to stop it now. Ich bin Gustav aus Hamburg. Ich habe zusammen mit Lilly und der deutschen Umwelthilfe E.V. eine Petition auf change.org gestartet gegen das Fracking-Gas und die LNG-Terminals. Und wir hier positionieren uns ganz klar gegen die LNG-Terminals in Deutschland. Es geht seit einiger Zeit um unser Überleben auf diesem Planeten. Die Erde hat nur so viel zu geben. Und wir können auch nur noch so viel nehmen, ohne unsere eigene Heimat zu zerstören. Fracking ist nicht nur furchtbar für die Umwelt, sondern es ist einfach ein unglaublicher Betrug an einer ganzen Generation. Fracking zerstört, wie gesagt, nicht nur dort oder verseucht auch das Grundwasser in den Regionen, wo das Gas ist, der Boden geholt wird. Nein. Es führt zu einer riesigen Meeresverschmutzung. Wie kann es sein, dass wir als Nation Gas aus den USA beziehen? Es gibt keinen logischen Grund, warum wir das tun sollten, außer dass Lobbyisten und Amerika uns dazu versuchen zu bringen, praktisch. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon gezeigt, dass wir es nicht zulassen, dass wir uns gegen neue fossile Energieprojekte auf jeden Fall stellen werden. Für die Bevölkerung in den USA bedeutet Fracking Erdbeben, kontaminiertes, teilweise brennbares Wasser in Seen, Flüssen und auch aus der Leitung. Und daher hohe gesundheitliche Risiken und viele Todesfälle durch zum Beispiel Krebs. Für die deutsche Bevölkerung bedeutet das eine Gefährdung. Ein paar Fehler, ein bisschen technisches und menschliches Versagen. Das gespeicherte Gas fängt Feuer und verursacht eine Explosion so stark wie eine kleine Atombombe. Dass diese Abstimmung im Bundesrat nicht medial oder politisch diskutiert wurde, zeigt wieder, Klimagerechtigkeit bleibt unsere Handarbeit. Danke. Solid as a rock. Rooted as a tree. I am here. Standing strong. In my rightful place. Es wird immer gesagt, nee, aber wir fordern nichts. Wir haben nichts auf dem Tisch. Haben wir doch. Ja. Wir haben ganz konkrete Forderungen danach, wie unsere Zukunft aussehen soll. Das zeigt nicht nur Extinction Rebellion, das zeigt Fridays for Future, das zeigt DiEM25, das zeigen viele Politikerinnen und Politiker, muss man auch mal sagen, die jetzt schon sich für einen Green New Deal in Europa einsetzen und aufhören wollen damit, dass diese Europäische Union unnachhaltig und im Prinzip tödlich in diese Zukunft blickt. Diese Proteste von Fridays for Future, auch andere von Extinction Rebellion und Resus Video und so weiter, die werden sehr, sehr wohl wahrgenommen. Es ist unglaublich, wie sich das Gesprächsklima jetzt in den letzten halben Jahr geändert hat. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Let the smile! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Hello everyone. We are here today because the Bundesrat, the German government, has just made a terrible decision to destroy the planet under all of your names. They have decided to invest in fracking gas from the United States, and it will mean that all the German population, when you use gas for heating or for cooking, you will be financing Trump's fracking in the US and all over the world. Yeah. But only you can stop this, and it was people from Fridays for Future students who started a campaign to stop it and collected almost 100,000 signatures on change.org campaign. And earlier today we had a demonstration at the Bundesrat to try to stop it. But the German politicians are betraying the people. The president of the Bundesrat, Gustav, who's leading the campaign, who's right here and will talk after me and made a great campaign to stop this,
he managed for the president of the Bundesrat to meet him outside, David Gunther, but he did that for the picture, and then right after that he went inside and he voted to allow the import of this fracking gas into Germany. Don't let these politicians keep betraying you and destroying your future and all of ours. You are the generation that will save the planet, and all of us will be there to support you for you to lead us to victory. Thank you. Ich sag Nein zu, ihr sagt Fracking. Nein zu Fracking. Nein zu Fracking. Nein zu, nein zu, nein zu Fracking, Fracking, Fracking.